Nach mehreren Telefonaten war Peter erfolgreich. Er hat einen AMC Pacer aufgetrieben. Zufrieden widmet er sich dem Mittagessen. Heute soll es eine besondere Teigwaren-Variation geben. Das ist ein russisches Teigtasse. Das bedeutet Pelmimi oder so ähnlich heißt das. Wie bei uns, so Ravioli, die mit Gehacktes gefüllt sind. Oder das ist also praktisch Nudel innen drin mit Füllungen. Was für Füllungen weiß ich? Mit Schwein steht da drauf. Die, zum Beispiel die Russen, die essen ja wirklich gerne. Die müssen was auf Rippen kriegen. Das bedeutet, wenn sie nichts auf Rippen haben, frieren die. Das ist eiskalt. Und die Vitamine brauchten sie. Wenn sie diese ganzen Abwehrstoffe nicht hatten, hätten oder so weiter, würden sie richtig frieren da. Da waren Minusgrade fast dreifach so viel wie hier bei uns im Westen. Das verstehe ich auch. Die müssten kräftig was Leckeres und was für die Knochen da ist, also auf die Knochen draufkriegen. Das ist eine Schicht. Ich will ja nicht sagen, ich kenne ja Wale, essen ja auch und kriegen eine Schicht auf. Die frieren nicht mehr. Und so ist es genauso da. Man sieht ja, die sind bis oben rangekommen. Dann sind sie in Ordnung. Dann ist der Teig also zugegangen. Und wenn er zugegangen ist, ist auch die Ummantelung fertig. Das bedeutet, das ist wie in so einem Boot, was schwimmt. Wenn es kein Loch mehr drin hat, geht es hoch. Bleibt es oben. Und so ist es bei den Nudeln. Wenn mein Vater jetzt das hört oder sieht, ich weiß ja, dass es hört, ist es für eine Ehre für mein Vaterchen, weil er wirklich perfekt Russisch reden konnte. Die Wörter richtig reden konnte, nicht so wie wir und dies und jenes. Er war ein wirklich guter. Zum Beispiel im Krieg, wo er gefangen worden ist, wurde er nach 2 Tagen von der Gefangenschaft von Russen rausgelassen, weil die genau dasselbe gesprochen hatten. Herrlich. So, dann werden wir mal was gerufen, gell? Uwe! Manfred! Essen ist fertig! Es wird allerhöchste Zeit, was zu essen bekommen. Ob Manny, bei meinem Magen, der knurrt schon. Ich brauche nicht viel, aber Kohldampf habe ich. Ja, da habe ich auch wirklich Kohldampf. Ich bin gespannt, was heute gibt. Ja. Ach ja, Manfred. Das sind eine Art so Teigtaschen, wie wir sie haben, nur dass es eine russische Spezialität ist. Ja. Wie mundet es euch oder schmeckt es, wie mir gesagt? Fantastisch. Und ich wusste nie, was der Vater gemeint hat, was das ist. Der hat es ja gegessen, aber wir kannten das noch nicht. Nein. Der Vater hat ja immer gesagt, was das ist. Und wie schmeckt es hier oben? Man lässt sich essen. Mhm. Nicht schlecht. Mhm. So, Jungs, ihr könnt euch jetzt kräftigen. Mhm. Ihr könnt richtig Spannung gehabt haben nachher. Die schönen Autos haben wir jetzt. Wunderbar. Den amerikanischen, den Ostfahrzeug. Ja, beide also Autos. Jeder hat ein paar schicke Autos. Mhm. Und wir wollen mal sehen, was sich so ergibt. Mal etwas rumcruisen. Ja, du was das beste Agentenauto ist. Ja.